Kapitel 17. Neue Interessen. Am Nachmittag des nächsten Tages saß N am Küchenfenster über ihrer Näharbeit, als sie draußen am Dryadenborn Diana sah, die sie verstohlen zu sich winkte. Sofort rannte N zur Tür hinaus und runter ins Tal, voller Verwunderung und Hoffnung. Doch die Hoffnung schwand, als sie Dianas bedrückte Miene sah. »Deine Mutter hat nicht nachgegeben?« japste sie. Diana schüttelte traurig den Kopf. »Nein, und sie sagt, dass ich nie wieder mit dir spielen darf. Ach, Anne, ich hab so geweint und ihr gesagt, dass du nicht schuld warst, aber es hat nichts geholfen. Nur mit Mühe gab sie mir die Erlaubnis, noch einmal herzukommen und dir Lebewohl zu sagen. Sie hat gesagt, 10 Minuten und kein bisschen länger und dass sie genau auf die Uhr schaut.« 10 Minuten sind nicht viel, um auf ewig Abschied zu nehmen«, sagte Anne unter Tränen. »Oh, Diana, versprich mir, dass du mich, die Freundin deiner Jugend, niemals vergisst, mögen auch neue, bessere Freundinnen deine Zuneigung gewinnen.« »Ich verspreche es«, schluchzte Diana, »und eine Busenfreundin wird es für mich nicht mehr geben. Ich werde nie wieder jemanden so lieben können, wie ich dich liebe.« »Oh, Diana«, rief Anne mit den Händen ringend, »du liebst mich?« »Aber ja doch. Hast du das denn nicht gewusst?« »Nein«, Anne atmete tief ein, »ich habe schon gedacht, dass du mich magst, aber nie zu hoffen gewagt, dass du mich liebst. Diana, niemals ist mir in den Sinn gekommen, dass jemand mich lieb haben könnte. Keiner hat mich je geliebt. Ach, das ist so wunderbar. Dieser Lichtstrahl wird für alle Zeit den dunklen Pfad erhellen, auf dem du nicht länger mit mir gehen darfst, Diana. Ach, sag's bitte nur einmal noch.« »Ich liebe dich mit ganzer Hingabe«, sagte Diana. »Und dabei wird es immer bleiben, dessen sei dir gewiss.« »Und ich werde dich immer lieb haben, Diana«, sagte Anne und machte eine feierliche Geste. »In den Jahren, die da kommen, wird die Erinnerung an dich mein einsames Leben erhellen wie ein Stern, so wie es in der Geschichte heißt, die wir zuletzt gemeinsam gelesen haben. Diana, darf ich dich um eine Locke deines schwarzen Haars bitten, bevor du für immer scheidest?« »Hast du denn was zum Abschneiden dabei?« fragte Diana ganz pragmatisch, nachdem sie sich die Tränen fortgewischt hatte, die Folge von Anns ergreifenden Worten. »Ja, ich habe meine Nähschere in der Schürze dabei«, sagte Anne. Feierlich schnitt sie Diana eine Locke ab. »Lebe denn wohl, geliebte Freundin. Obgleich so enge Nachbarn, werden wir uns fortan Fremde sein. Jedoch in meinem Herzen bleibe ich dir für immer treu.« Anne blickte Diana nach, bis sie außer Sicht war, und winkte ihr jedes Mal traurig zu, wenn sie sich nach ihr umblickte. Dann kehrte sie nach Hause zurück, etwas getröstet von dem so romantischen Verlauf dieses Abschieds. »Das war's«, teilte sie Marilla mit. »Ich werde nie wieder eine Freundin haben. Alles ist sogar viel schlimmer als je zuvor, denn auch Katie Maurice und Violetta sind nicht bei mir. Und selbst wenn, es wäre nicht wie früher.« »Nach einer echten Freundin sind Mädchen, die nur in der Einbildung existieren, nicht mehr sehr hilfreich. Unten an der Quelle haben Diana und ich bewegend voneinander Abschied genommen. Die Erinnerung daran wird mir stets heilig sein. Ich habe mir lauter hochtrabende Formulierungen dazu einfallen lassen. Diana hat mir eine Locke ihres Haars gegeben, die nähe ich in ein Beutelchen und trage sie mein Lebtag am Hals bei mir. Gib bitte darauf Acht, dass man sie mir ins Grab legt, denn ich werde sicher nicht alt. Wenn Mrs. Barry mich tot und kalt daliegen sieht, wird sie womöglich bereuen, was sie getan hat, und Diana auf meine Beerdigung gehen lassen.« »Solange du reden kannst, muss nicht damit gerechnet werden, dass du vor Kummer stirbst, Anne«, sagte Marilla wenig mitfühlend. Am Montag wurde Marilla davon überrascht, dass Anne mit ihrem Bücherkorb im Arm und entschlossener Miene die Treppe hinunterkam. »Ich gehe wieder zur Schule«, verkündete sie. »Ich habe ja sonst nichts im Leben, nun da mir die Freundin so unbarmherzig entrissen wurde. In der Schule kann ich sie anschauen und der verflossenen Zeit nachsinnen.« »Du solltest lieber deinen Übungen und Rechenaufgaben nachsinnen«, sagte Marilla, die nicht zeigen wollte, wie froh sie über diesen Verlauf der Dinge war. »Wenn du wieder zur Schule gehst, höre ich hoffentlich keine Geschichten mehr, wie du Tafeln auf Köpfen zertrümmerst und dergleichen. Benimm dich und tu immer, was der Lehrer dir sagt.« »Ich versuche, eine Musterschülerin zu sein«, erklärte Anne traurig. »Sehr spaßig wird das wohl nicht.
Mr. Phillips hat gesagt, dass Minnie Andrews eine Musterschülerin ist. Und die hat nicht den leisesten Hauch Fantasie und Leben in sich. Die ist einfach öde und lahm und scheint nie Freude an etwas zu haben. Aber ich bin so bedrückt, dass eigentlich nur alles besser werden kann. Den Birkenweg gehe ich aber nicht allein. Das ertrage ich nicht. Da muss ich bestimmt bitterlich weinen. In der Schule wurde Anne mit offenen Armen empfangen. Beim Spielen hatte man ihre Einfälle vermisst, beim Singen ihre Stimme und zur Mittagszeit ihr Vorlesetalent. Während der Bibellektüre schmuggelte Ruby Gillis 3 blaue Pflaumen zu ihr herüber und von Ella May Macpherson bekam sie ein riesengroßes gelbes Stiefmütterchen, das sie aus dem Titelblatt eines Blumenkatalogs herausgeschnitten hatte. In der Schule von Avonlea war dies ein beliebter Tischschmuck. Sophia Sloane wollte ihr ein Strickmuster zeigen, mit dem sie ihre Schürze ganz nach der Mode verzieren konnte. Katie Boulter gab ihr ein Parfümfläschchen zur Aufbewahrung von Wasser, zum Abwischen der Tafel. Und Julia Bell schrieb ihr auf ein Blatt hellrosa Papier mit runden Ecken sorgsam folgenden Erguss. »Für Anne. Sinkt Dunkelheit zur Nacht herein und funkelt drob ein Stern, sei ein Gedenk, die Freundin dein ist nah, weilt sie auch fern.« »Gemocht zu werden ist so schön«, sagte Anne an diesem Abend freudig zu Marilla. Und nicht nur von den Mädchen der Schule wurde sie gemocht. Als Anne nach der Mittagspause zu ihrem Platz ging, Mr. Phillips hatte sie neben die Musterschülerin Minnie Andrews gesetzt, lag dort ein großer, saftiger Apfel auf dem Tisch. Anne griff nach ihm und wollte schon hineinbeißen, als ihr bewusst wurde, dass diese Apfelsorte nur in einem einzigen Obstgarten der Gegend wuchs, dem der Familie Blythe jenseits des wasserglitzernden Sees. Anne ließ den Apfel fallen wie ein heißes Stück Kohle und wischte sich ihre Finger übertrieben am Taschentuch ab. Der Apfel blieb unberührt auf ihrem Tisch liegen, bis ihn am nächsten Morgen Timothy Andrews, der das Schulgebäude putzte und den Ofen anheizte, an sich nahm. Der Schreibgriffel mit der herrlichen rotgelben Papierhülse, er kostete 2 Cent und damit doppelt so viel wie die normalen, den Charlie Sloane ihr nach der Mittagspause reichte, wurde wohlwollender aufgenommen. Erfreut nahm Anne die Gabe entgegen und bedankte sich mit einem gütigen Lächeln, das den verliebten jungen Mann direkt in den 7. Himmel beförderte und ihn lauter Fehler im Diktat machen ließ. So viele schlimme Fehler, dass er auf Mr. Phillips' Anordnung nach der Schule dableiben und das Ganze noch einmal schreiben musste. Doch so wie Cäsars Schauspiel ohne Brutus büßte, sie laut gemahnt an Roms unübertroffenen Sohn, so war Annes kleiner Triumph dadurch getrübt, dass von Diana Barry, die neben Gertie Pye saß, keinerlei Gabe oder Zeichen des Erkennens kam. »Diana hätte mir wenigstens mal zulächeln können«, beklagte sie sich am Abend gegenüber Marilla. Doch am nächsten Morgen erhielt Anne eine wunderbar zusammengefaltete Nachricht samt einem kleinen Päckchen hinübergereicht. »Liebe Anne«, so war zu lesen, »meine Mutter sagt, ich darf auch in der Schule nicht mit dir spielen oder auch nur reden. Ich kann nichts dafür. Sei mir nicht böse, denn ich liebe dich wie eh und je. Ich würde dir so gern all meine Geheimnisse erzählen und Gertie Pye kann ich nicht ausstehen. Ich habe dir aus rotem Seidenpapier eins dieser Lesezeichen gemacht, die gerade so beliebt sind. Und nur 3 Mädchen in der Schule wissen, wie die gebastelt werden. Wenn du es betrachtest, dann denk an deine treue Freundin Diana Barry.« Anne las die Nachricht, küsste das Lesezeichen und brachte unverzüglich ein Antwortschreiben auf den Weg durch den Klassenraum. »Mein liebster Schatz Diana, natürlich bin ich dir nicht böse. Deiner Mutter musst du ja gehorchen. Unsere Seelen bleiben weiter in Verbindung. Dein wunderschönes Geschenk werde ich für alle Zeit bewahren. Minnie Andrews ist ein sehr nettes Mädchen, leider ganz ohne Fantasie. Aber wer einmal Dianas Busenfreund gewesen ist, kann nicht die von Minnie werden. Entschuldige bitte Fehler, meine Rechtschreibung ist immer noch nicht sehr gut, auch wenn es besser geworden ist. Deine bis in den Tod getreue Anne oder Cordelia Shirley. Deinen Brief lege ich mir heute Abend unters Kopfkissen.« Marilla rechnete nach Annes Rückkehr in die Schule mit neuem Ärger, doch er blieb aus. Vielleicht hatte Anne sich etwas von Minnie Andrews Musterschülergeist abgeschaut, zumindest kam sie fortan sehr gut mit Mr. Phillips aus. Sie stürzte sich fieberhaft ins Lernen, denn sie wollte in jedem Fach besser sein als Gilbert Blythe.
Die Rivalität zwischen den beiden war bald offenkundig. Auf Gilberts Seite war sie ganz und gar gutmütig, was von Anne leider nicht gesagt werden konnte, denn Anne war auf eine durchaus unrühmliche Weise sehr nachtragend. So hingebungsvoll sie lieben konnte, so intensiv konnte sie hassen. Dass sie mit ihren schulischen Leistungen Gilbert die Stirn bot, hätte sie niemals zugegeben, denn damit hätte sie seine Existenz anerkannt, über die Anne aber hartnäckig hinwegsah. Doch die Rivalität war eine Sache, und beide versuchten, einander zu übertrumpfen. Mal war Gilbert der Beste in Rechtschreibung, mal zeigte ihm Anne mit energisch zurückgeworfenem Haar, wer hier der Meister im Schreiben war. Der Name des besten Schülers wurde dann lobend vorn an die Tafel geschrieben. Hatte Gilbert alle Matheaufgaben fehlerfrei vorgerechnet, schlug Anne sich den ganzen Abend hindurch mit den Zahlen herum, um am nächsten Morgen die Erste zu sein. Eines grässlichen Tages waren sie punktgleich, weshalb beide Namen vorn an die Tafel geschrieben wurden. Das war fast so schlimm, als hätte man sie dabei ertappt, ihm Beachtung zu schenken, und es kränkte Anne so sehr, wie es Gilbert behagte. Bei den schriftlichen Prüfungen an jedem Monatsende war die Spannung besonders groß. Beim ersten Mal war Gilbert 3 Punkte besser, beim zweiten Mal übertraf ihn Anne um 5 Punkte. Doch Gilbert verdarb ihr den Triumph, indem er ihr vor der versammelten Schule von Herzen dazu gratulierte. Viel lieber wäre ihr gewesen, wenn ihn seine Niederlage gewurmt hätte. Mr. Phillips mochte kein guter Lehrer sein, doch eine derart aufs Lernen versessene Schülerin wie Anne musste gleich bei welchem Lehrer unvermeidlich Fortschritte machen. Am Ende des Schuljahrs rückten Anne und Gilbert in die 5. Klasse auf, wo sie sich mit Latein, Geometrie, Französisch und Algebra befassen durften. In Geometrie erlebte Anne eine vernichtende Niederlage. »Ein Mist ist das, Marilla«, stöhnte sie. »Ich werde einfach nicht schlau aus dem Zeug. Da gibt's überhaupt keinen Raum für Fantasie. Mr. Phillips sagt, eine solche Null wie mich hätte er noch nie erlebt. Und Gil, also andere kommen damit so gut zurecht. Das ist überaus beschämend. Selbst Diana ist da besser als ich. Aber wenn Diana besser ist, macht mir das nichts. Wir dürfen uns inzwischen ja nicht mehr kennen. Aber mein Herz schlägt für sie mit unauslöschlicher Liebe. Manchmal bin ich traurig, wenn ich an sie denke. Aber weißt du, Marilla, die Welt ist einfach viel zu interessant, um lange traurig zu bleiben.«